und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Klick-Klack, meine Damen und Herren. Ich finde es super, dass Sie dabei sind an diesem neuen Sendeplatz, immer montags 23.15 Uhr im Bayerischen Fernsehen. Das hier heute ist eine spezielle Sendung. Wir melden uns diesmal nicht aus irgendeinem Konzertsaal, nein, diesmal aus meiner Heimatgemeinde, aus Neukirchen an der Vöckler. Wir machen heute bei Klick-Klack ein Blasmusik-Special. Sie werden die fantastische Blaskapelle Neukirchen an der Vöckler hören, wo ich Mitglied sein darf. Wir spielen hier heute ein Konzert im Freilichtmuseum Stehrerhof. Und davor haben wir gesagt, marschieren wir noch eine kleine Runde exklusiv für Klick-Klack durch den Ort. Dann natürlich die bayerischen Superstars La Brass Banda, das Gegenüber aus Österreich, Nozil Brass, und der Tubist, Comedian und Professor am Mozarteum für Tuba, Andreas Martin Hofmeier. Bist du der Hofmeier? Ja, ich war der Hofmeier. Herr Hofmeier, heute kommen Sie doch so rein. Weil die Tuba ist ja das unhärteste Instrument, das es gibt. Also es ist das weichste Instrument. Das ist das Instrument, was einem am meisten in den Arm nimmt. Es gibt überhaupt kein Instrument, nicht mal das Cello oder sowas, was einem so ein wohliges Gefühl gibt wie die Tuba. Blaskapelle gespielt. Die Stimme in der Blaskapelle war jetzt auch mit sehr wenig Aufwand zu bewältigen. Und ich habe mir immer gedacht, das ist ja cool, wenn man so ein Ding mit so wenig Aufwand spielen kann. Das ist ja fantastisch. Und so habe ich das auch durchgezogen bis in mein drittes Studienjahr. Und da habe ich durch, würde ich jetzt sagen, viel Glück auch die Akademiestelle bei den Berliner Philharmonikern gekriegt und saß dann auf einmal im besten Ensemble, das es auf der Welt gibt. Das ist wie wenn ein stinkfauler Fußballer plötzlich irgendwie durch ein Probetraining beim FC Bayern landet und dann plötzlich denkt, oh Scheiße, wie spielen die alle, jetzt muss ich was machen. Und habe mich dann auf Üben in der Nacht verlegt. Also ich habe dann tagsüber hab ich mein Leben so gelebt wie vorher, als stinkfauler Typ. Dann habe ich mir abends das Konzert der Philharmoniker angehört, dann war 10. Dann waren wir noch eine Stunde mit denen zusammengesessen, um 11 waren alle weg. Und dann habe ich den Portieren ein paar Bier gebracht und habe gesagt, sie sollen mich nicht verpfeifen, und bin in den großen Saal und habe geübt bis um 5 in der Früh. Die wenigsten Leute lernen die Tuba freiwillig. Es ist nach wie vor ein Instrument, wo man sagt, da wird man eher zwangsverpflichtet. Meistens ist es so, dass eine Tuba fehlt in der Blaskapelle, weil das das letzte Instrument ist, was gewählt wird. Und dann sucht man irgendwo in anderen Registern. Da man ja in der Regel keine 5-, 6-, 7-Jährigen nimmt, weil die zu klein sind, nimmt man welche, die schon auf anderen Instrumenten sitzen. Ich war Tenorhornspieler vorher, ich war vorher Schlagzeuger. Schlagzeuger wollte ich werden, weil ich dachte, das ist ein super Instrument, da kann man während dem Spielen essen. Aber das dachten viele, wir waren wahnsinnig viele Schlagzeuger. Dann kam ich erst zum Tenorhorn. Und beim Tenorhorn waren wir auch viele. Und Tubist hat gefehlt. Und ich war der Letzte, der Nein geschrien hat. Und dann kam ich zu diesem Instrument wie die Jungfrau zum Kind. Dann hat mich der Stefan angerufen und hat gesagt, komm, pack deine Tuba ein, wir spielen heute Abend in einem Club zu einem DJ. Und ich habe gesagt, du bist völlig verrückt, du kannst niemanden fragen, der weniger geeignet ist als ich. Ich habe keine Ahnung, ich war vielleicht bis dahin 5-mal in einem Club tanzen, ich hatte keine Ahnung von dieser Musik. Ich habe gesagt, und improvisieren ich? Auf keinen Fall. Dann hat er gesagt, doch, das ist lustig, du kommst einfach vorbei, das machen wir. Und dann bin ich da hingefahren mit der Tuba, bin in den Club rein und er hat gesagt, spiel irgendwas, was dir einfällt. Und ich kam mir wahnsinnig deplatziert vor, aber ich war auch fasziniert, weil ich
irgendwie an dem Punkt war, wo ich mir gedacht habe, so, jetzt habe ich alles gemacht. Ich habe mein Kabarett gemacht, ich habe meine Kabarettkarriere gemacht, ich habe meine klassische Karriere gemacht, ich habe meine Orchesterstelle, damals in Linz, ich habe meine Professur in Salzburg, jetzt baue ich noch ein Haus und dann zwei Hühner und das war's. Dann waren nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich flüchte und fahre nach Hause und sage, mach das selber. Oder ich sage, jetzt schaue ich mir das an, das lerne ich noch. Und dann habe ich mich fürs Zweite entschieden. Habe das Orchester gekündigt und bin da eingestiegen bei La Brasbanda und musste natürlich diese Dinge, also improvisieren, Funky Beats, diese ganzen Stilrichtungen, die wir gespielt haben, Ska, Techno, Reggae, Dub, das kannte ich, also wenn mir das vorher einer erzählt hätte, ich hätte keine Ahnung gehabt, was das ist. Ich habe in Clubs gespielt, in Hallen, auf Festivals. Ich war noch nie vorher in meinem Leben auf einem Rockfestival. Das erste Mal, dass ich auf einem Festival war, war ich auf der Bühne. Bei La Brasbanda ging es eigentlich immer um die Energie, also eine Energieübertragung von der Bühne auf die Leute. Das ist, glaube ich, auch das, was die Faszination ausgemacht hat. Die La Brasbanda-Musik ist ja in ihrer Einfachheit genial, aber eben auch ganz einfach. Also man spielt nicht unbedingt mit Feinheiten, sondern es geht um ganz klare Beats, es geht um ganz direkte Energie, die bei La Brasbanda auch insofern mehr wirkt als bei einer klassischen Popband, weil wir analoge Instrumente haben. Das geht einfach nach vorne raus. So ein Blechblasinstrument hat einfach eine viel direktere Energie als eine E-Gitarre, wo das irgendwie durch einen Verstärker wabert. Und bei einem Blechblasinstrument geht das einfach nach vorne raus. Und das haben die Leute gespürt. Aber diese Energie muss man natürlich permanent geben, weil die Leute haben sich in Trance getanzt. Und da muss man immer nachschieben. Jetzt wollen wir loslegen mit, wie könnte es anders sein, einem traditionellen österreichischen Marsch inklusive Einschlag. Gott sei Dank sind wir hier in Neukirchen 7 Schlagzeuger, denn ohne die Kollegen hier beim Marschieren würde ich ziemlich schlecht aussehen. Irgendwie sind wir die Märsche nicht geläufig und die halten mir Gott sei Dank immer in der Spur. Ja, jetzt sind wir hier marschiert, jetzt werden wir dann uns in Richtung Konzertsaal oder Stereohof aufmachen. Und die Musikanten, die haben das super gemacht jetzt und wir freuen uns jetzt total aufs Konzert. Da sind wir beim Thema. Notzilbrass kennt eigentlich jeder von uns. Glaub, ist sozusagen unser österreichischer Trademark. Die Jungs haben angefangen im ersten Wiener Gemeindebezirk, im Gasthaus Notzil. Das ist so bei der Seilerstätten ums Eck, beim Haus der Musik, falls sie mal in Wien sind. Und dort ist eigentlich losgegangen mit so einer Art Jam-Sessions. Die haben sich einfach getroffen und losgelegt. Ohne Noten, ohne irgendwelche Vorbereitungen. Und mit der Zeit hat sich das entwickelt. Zur klassischen Musik ist Jazz dazugekommen, ganz traditionelle Volksmusik, Kabarett. Bis hin, dass sie jetzt dann auch ganze Opern gestaltet haben. Jetzt sind sie nicht mehr so oft in Gasthäusern anzutreffen, sondern mehr in Moskau, Tokio und New York. Was natürlich für uns Österreicher super ist, denn die sind für uns die beste Werbung. Und Blasmusik, das ist für uns Österreicher Lebenselixier. Und die sind unsere ersten und wichtigsten Botschafter in diesem Fall. Meine Damen und Herren, genießen Sie mit uns Notzilbrass. Ich glaube,
Afrika fehlt uns noch, Australien waren wir auch schon. Kabarett ist grundsätzlich ernste Musik. Also es ist eine seriöse Sparte. Die ist vielleicht ernster als die ernste Musik. Die Führung heißt Blowjob für Nozilbrass und Orchester. Unsere Arbeit ist es zu blasen. Da kommt das, was wir damit ausdrücken wollen, am ehesten hin. Sie ist so. Ich glaube, der Rudi Carrell hat einmal gesagt, man kann nur ein Ass aus dem Ärmel holen, wenn man es vorher hineingegeben hat. Die Nozils übrigens, die spielen in allen Lebenslagen. Hier spielt einer bei seiner eigenen Beerdigung. Eigentlich auch keine schlechte Vorstellung. Tja. Was machen wir Musik? Eigentlich die Musik, die uns Spaß macht. Also wir sind da sehr privilegiert, würde ich sagen. Wir können das machen, was uns gefällt. Und zum Glück gefällt das auch unserem Publikum. Wir differenzieren da auch nicht zwischen guter und schlechter oder lauter und leiser Musik, alter und neuer Musik. Wir nehmen die Musik so, wie sie uns am besten passt. Kämpfen, wir haben es eigentlich immer geschafft, dass die Leute am Schluss bei uns waren. Und das haben wir irgendwann auf die Bühne übertragen. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie feststellen, hier spielt ein Musiker vier Instrumente.
Wenn man sich vorstellt, dass in Bayern, aber auch bei uns in Österreich viele, viele 10.000 Musiker sind, muss man doch sagen, dass da bei den Blechblasinstrumenten relativ wenig Frauen und Mädels mit dabei sind. Es ist immer noch ein bisschen stark männerdominiert und wir hoffen natürlich, dass sie auch die Damen mehr und mehr für die Blechblasinstrumente begeistern können. Jetzt, Albert, zeige ich dir ein Ensemble, das ist ziemlich speziell, und zwar aus Norwegen. Die heißen Ten Thing. Das sind 10 Frauen, alles Blechbläserinnen, die auf unglaublichem Niveau spielen. Fantastische Arrangements, und die spielen überall, in der Royal Albert Hall, in der Carnegie Hall in New York, also wirklich in den ganz großen Sälen. Die Gründerin ist eine Norwegerin, und zwar das ist die Tine Ting Helseth. Mit der habe ich vor vielen, vielen Jahren ein Konzert in Bayern gespielt, und zwar in Bad Kissingen. Die Heptade von Jolivet, eines der schwierigsten Stücke für Trompete. Und die Tine, die hat das damals gespielt, als wäre es das Einfachste der Welt. Und das ist mir echt in Erinnerung geblieben. Jetzt hat sie ihr eigenes Ensemble. Die sind jetzt auf Tour. Und wir, Albert, wir schauen uns das jetzt an. Ja, bitte. Our first concert on my 20th birthday, just for fun, and we were only girls, so we thought, why not only girls, you know, like a gimmick, not like a big political statement or anything, but just for fun, but also a little bit because there are so many ensembles, like Philip Jones in the olden days, yeah, or German Brass or something, they're only men, normally, a lot of them are only men, but no one talks about that. It wasn't that strange, but I mean now. Für uns war das nichts Besonderes. Now I got to take the girls to the proms, which was of course amazing. I think what we have achieved in our ensemble is that. Ich glaube, was wir erreicht haben, ist ein We are 10 individuals. I've worked a lot on the sound to find the common sound of us, so that yes, I'm Tina and they are, but together we are tenting. Tours a year, maybe, so we don't meet up that often. But of course, all of them get pregnant all the time, so we have so many babies. I feel that's how I feel like it's always one pregnant or two. Or out with the newborns. I think we have 12 kids in the ensemble now. Ich glaube, wir haben jetzt schon 12 Kinder im Ensemble, obwohl einige noch gar keine haben. And there are still lots of us who don't have kids. But it's fun on tour. We have some husbands and small kids with us. Blasmusik ist vielfältig und jetzt eine neue Facette, und zwar Techno. Techno, ganz ohne Electronics, ganz pur. Die Typen spielen so tight, wie wir sagen würden, also tight bedeutet genau, präzise, dass die einfach auf elektronische Hilfen verzichten können. Das groovt, und die Jungs nennen sich die Meute. Und diese Meute, die schauen wir uns jetzt an. Die sind aus Hamburg und jetzt geht's los. Musik.
machen heute bei Klicklack ein Blasmusik-Special aus meiner Heimatgemeinde Neukirchen an der Vöckler. Das sind ja alles Hobbymusikanten, ja? Und das sind alles Musiker, die einem Beruf nachgehen und die sich unglaublich reingehängt haben, viel geprobt haben und ein fantastisches Programm aufgestellt haben. Und das ist das Besondere, das ist sozusagen die Basis, ja, auf der alles aufgebaut ist. Wenn Sie sich anschauen in den Orchestern, sei es die Wiener Philharmoniker oder das Sinfonieorchester des Bayerischen Rundfunks, viele andere Orchester auch, die Blechbläser haben ihre Basis in der Blasmusik. Dort beginnt alles. Fast jeder Trompeter, jeder Posaunist, jeder Hornist, der in einem großen Orchester spielt, hat seine Wurzeln in der Blasmusik. Dort fängt an, dort geht's los. Und die meisten kehren der Blasmusik auch nie den Rücken zu. Die meisten gehen dann nach Hause und spielen in der Philharmonie im Gastgeberkonzert und am nächsten Tag mit der Blasmusik die Ausrückung vor der Kirche. Und das ist das Besondere. Und Sie werden es heute schon erleben, was mit Begeisterung, mit Leidenschaft, mit Passion, mit absoluter Hingabe alles möglich ist. Am Anfang haben wir sich gedacht, das schaffen wir sicher nicht, weil es ist alles schnell. Aber mit viel Übung und mit Geduld von Martin haben wir es hingebracht. Der Martin ist halt übertrainiert für uns. Er ist topfit, kann man sagen. Nein, es war aber recht lustig. Aber er ist nie irgendwie lästig gewesen oder was, sondern er hat immer Motivation und immer gehen wir und super und gut macht es, passt. Das Schöne am Musizieren und an der Blasmusik ist ja, anders wie im Sport, wo manchmal nach Leistung oder auch nach Alter in verschiedene Gruppen eingeteilt wird, dass in der Blasmusik wirklich jung mit alt zusammenspielt. Der 16-jährige Jungmusiker mit dem 60-70-jährigen Urgestein. Und neben mir sitzt jetzt der Albert Muss, das ist ein Verwandter von mir, Biobauer erster Stunde. Albert, wann warst du das erste? Erster Biobauer im Bezirk Vöcklerbruck. Erster Biobauer im Bezirk Vöcklerbruck. Also der Albert ist ein echter Pionier, Pionier und ein leidenschaftlicher Musikant. 1949 ist der Albert in die Musikkapelle hier eingetreten und feiert jetzt sein 60-jähriges Musikkapellenjubiläum. Ich bin ziemlich sicher, da kommt weit und breit keiner zu wie Albert, oder? Aber sag mal, Albert, was macht das für dich aus? Ich meine, dass du nach so vielen Jahren immer noch gerne in die Musikkapelle, in die Musikgruppe fährst und das ist Konzert? Das ist einfach eine Leidenschaft. Ja. Das ist eine Leidenschaft. Und ich bin dann noch 35 Jahre erste Trompeten gespielt, weil früher haben wir ja nur drei Trompeten gewesen. Aber Albert, wie machst du das? Oder wie hast du das gemacht? Weil jetzt bist du in der Pension, aber vorher, ich schätze mal, du hast ja einen Haufen Arbeit, Martin, und dann bist du abends zu Trompeten hin. Martin, jetzt sage ich dir das, wir haben ja eine Landwirtschaft und einen Sog. Ja. Und da habe ich auch da sein müssen mit der ersten, weil ich jetzt Solo spielen müssen. Und da haben, wenn es 10 Nerven nachgewinnt ist, habe ich da noch geübt. Ja, wirklich? Ja, und wie ist es jetzt? Jetzt spielst du jeden Tag mit der Tuba? Nein, nicht mehr so viel, aber schon eine halbe Stunde schon. Man muss vielleicht dazu sagen, das silberne Leistungsabzeichen hier in Oberösterreich, das ist gar nicht so easy. Da muss man praktisch fit sein und theoretisch. Ja, theoretisch schwer. Schwer? Ja, und sag mal, wie alt warst du, bis du das silberne Abzeichen gemacht hast? Da war ich war 70 Jahre. 71 Jahre. 71 Jahre? Albert, du brichst alle Rekorde. Alle Rekorde. Du, Albert, danke dir vielmals. Danke, Mann. Danke fürs Gespräch. Ein Wahnsinn. Das ist bloß nur sie pur. Danke dir. Phänomenal. Ja, phänomenal. Und es ist eine wunderbare Sache, dass wir euch einmal im Fernsehen bei uns in der Kirche da haben. Ja, das Konzert ist zu Ende und man muss echt sagen, es ist
immer wieder beeindruckend zu sehen, wie sich eine ganze Ortschaft mit so vielen Musikern, ich glaube es sind um die 60 Musiker, auf so ein Konzert vorbereitet und das dann gestaltet, wo alle zusammenhelfen, man trifft sich hier und dann die Verwandten da sind, die Freunde da sind, Musikerkollegen aus anderen Orten hier in der Nachbarschaft, die hören natürlich dann zu, ja, wie sind die drauf, sind wir besser, sind wir weniger gut, was haben die geplant, was haben die gespielt, da herrscht auch ein bisschen gesunde Konkurrenz. Und wenn man sich vorstellt, bei dieser Session, die wir hier heute auf der Bühne gemacht haben, bis auf drei Musiker von Percussive Planet, sind das alles Hobbymusiker. Also Leute, die ihrem Beruf nachgehen und abends am Instrument ein bisschen üben. Und die haben heute hier Cha-Cha gespielt, Montuno gespielt, die richtig schweren Sachen, die wir normalerweise bei Percussive Planet spielen. Ich fand's klasse. Ich hoffe, Sie haben unser Blasmusik-Special genauso genossen wie ich in einer Woche. Und das ist das Besondere. Also nicht in zwei Wochen, in einer Woche schon. Komm, Solga Peter. Fantastisches Programm, fantastische Gäste auf dem neuen Sendeplatz im Bayerischen Fernsehen. Montags, 23.15 Uhr. Schöne Grüße aus Neukirchen und bis bald. Ciao.